Genau, also die Frage ist, innerhalb des Programms steht in den Offenbarungen, kann man zum Teil auch was verändern. So wie ich es verstanden habe mit dem Glauben. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Aber das meiste ist ja unbewusst. Und dann Vieles ist es falsch wieder verstanden. Also das stellen wir jetzt gleich einmal richtig. Das erste Mal, alles, was du zu sehen bekommst, wird vom Bewusstsein gesehen. Unbewusst machen kann man eigentlich überhaupt nichts. Du gehst schon wieder von einem Brösel aus. Bewusstsein sieht seine Informationen an. Das ist einmal das Erste. Du benötigst Bewusstsein, und das, wenn ich jetzt so ausdrücke, ist schon wieder verkehrt, weil das ist so, als wenn Bewusstsein etwas ist, was man besitzt. Naja, das ist man ja. Da wirst du immer dich rumdrehen, du musst die Metapher verstanden haben, dass du Geist, du bist Bewusstsein, du bist im Meer. Das ist etwas, was nicht gedacht werden kann, du bist ewig. Alles, was existiert, das heißt, alles, was gedacht wird, ob das Bewusstsein ist, ob das Geist ist, existiert immer nur, wenn gedacht wird. Das heißt, man muss verstanden haben, was Ewigkeit ist. Ewigkeit ist etwas, was nicht existieren kann. Ein Gott, den du dir ausdenkst, ist ein vergänglicher Gott. Weil er nur existiert, wenn er gedacht wird, und er ist ein Geschöpf von dem Denker. Jetzt denken wir uns natürlich schon wieder einen Denker aus, und dann musst du dich fragen, wer denkt sich den Denker aus? Das ist dieser Schritt in die andere Richtung. Es muss dir klar werden, dass derjenige, der mich jetzt ausdenkt und mich sprechen hört, jetzt ist natürlich, was ist dieses Ich? Ist das das Pixelmännchen? Ist es der Lautsprecher? Es ist ein Gedanke in dir. Ist auch ein Geschöpf. Aber der, der das Ganze erlebt, den wir jetzt bewusst rot schreiben, wie ich das immer wieder mache, ist etwas, was an und für sich nicht existieren kann. Und weil es nicht existieren kann, ist es ewig. Ja. Jetzt ist schon immer wieder, man macht etwas unbewusst. Jeder, der etwas macht, den du dir ausdenkst, macht es unbewusst. Ob das ein Computer ist, oder ob das ein Trockennasenaffe ist, weil prinzipiell Gedanken, also existierende Phänomene in dir, vergängliche Erscheinungen sind, und vergängliche Erscheinungen besitzen kein Bewusstsein. Und dann doch wieder, weil sonst würden sie nicht existieren. Das heißt, das Bewusstsein besitzt die vergänglichen Erscheinungen, aber jetzt ist dieses Bewusstsein auch schon wieder was Ausgedachtes von irgendjemandem, der sich das Bewusstsein ausdenkt. Und sobald du dir das denkst, muss ja einer da sein, der sich jemanden ausdenkt, der sich ein Bewusstsein ausdenkt. Das ist diese Spur in die andere Richtung, was ich den Doppelschritt nenne. Ja. Das heißt also, die Kleinigkeiten sind sehr, sehr entscheidend. Jetzt kommen wir zum Programm verändern. Ich sage, du solltest nichts verändern wollen. Da müssen wir uns das doch mal klar machen, dass du selbstverständlich was verändern sollst, aber nicht indem du es veränderst. Jetzt nochmal erklärt, das ist die Sache mit dem Haar, wo ich sage. Eine Erweiterung hat nichts damit zu tun, dass du irgendwas veränderst. In dem Moment, wo du zum Beispiel jetzt eine Wohnung einrichtest und die Küche ist fertig, jetzt machst du das Schlafzimmer und das Wohnzimmer richtest du ein, veränderst du an der Küche überhaupt nichts mehr. Was ich damit sagen will, dass deine bisherige Vorstellung von Veränderung immer damit aufbaut, dass etwas, was du nicht haben willst, weg muss, und dafür willst du was anderes. Okay? Dieses Austauschen ist zwar oberflächlich betrachtet auch eine Veränderung. Wenn du dir einen Film anschaust, musst du wissen, dass in einem klassischen Kinofilm ständig auf der Leinwand die Bilder sich verändern. Ja. Diese ständige Veränderung verändert aber überhaupt nichts auf der Datei, wo das herausgespielt wird. Das heißt, du vervollkommnest. Dass ich immer wieder sage, wenn mir jetzt sagen, dein ganzes Wissen ist ein Haar, das sind so einfache Beispiele. Ich merke bei jedem Brösel, der in mir auftaucht, wo ich jetzt davon ausgehe, jetzt einmal ganz bewusst zugesprochen, dass hinter dieser Maske ein Geistesfunk sitzt, der das lebt, dass man sich da immer wieder aufhängt in diesen Kleinigkeiten. Dass jeder Gedanke, der auftaucht, ist ein Teilchen vom Heiligen Ganzen. Jetzt immer wieder diese Wiederholungen. Ich merke ja, weil die Fragen, ich werde ja so bombardiert mit Fragen, die ich tausendmal beantwortet habe, dass Veränderung nicht sein darf, dass du irgendwas Bestehendes vernichten willst oder du willst es loshaben. Ja. Du musst es vervollkommnen. Das heißt, du vervollkommnest, wenn du krank bist, vervollkommnest du dich mit der Gesundheit,
aber kein Mensch will sich vervollkommnen, will heil werden, was er übrigens gar nicht werden kann, weil er es schon ist, er hat es bloß vergessen. Mhm. Darum ist ganz wichtig, dass du erkennst, das, was ich dir erkläre, wirst du niemals erreichen können, weil du das schon bist. Mhm. Und weil du etwas anderes zu sein glaubst, hast du es vergessen. Mhm. Das heißt, du entheiligst eine Datei nicht, wenn du die abspielst und einen Film laufen lässt, weil die Bilder auf dem Bildschirm werden ja als Ding an sich nicht aus der Datei herausgenommen. Die Datei bleibt unverändert, während du dir den Film anschaust. Du siehst ja nur immer aufblitzende Facetten von dieser Datei. Mhm. Genauso ist es, wenn wir ein Buch lesen. In dem Moment, wo du nur eine Seite anschaust, sind ja die anderen Seiten trotzdem da und genau genommen im Hintergrund auch das Bücherregal, wo das her ist. Du musst bloß aufhören, chronologisch zeitlich zu denken. Das heißt, du sollst sogar das Programm erweitern, aber nicht in deinem Sinn verändern, dass du was rausschmeißt, was dir nicht passt. Also erkennen eigentlich. Das Erweitern ist schlichtweg und einfach, dass alles, was jetzt in dir auftaucht, wichtig ist. Das ist die Sache mit dem Auto, mit dem Korbestecker, die systemrelevanten Parameter.